Seit seiner Jugendzeit ist Josef Stressle fasziniert von Bienen. Der heute 65-jährige Imker liebt das Arbeiten in der Natur. Sein Herz schlägt für das Wohlergehen der Bienenvölker. Doch ein verändertes Klima, schädliche Umwelteinflüsse wie beispielsweise Pestizide und Herbizide gefährden den Fortbestand der fleißigen Insekten. Einfach ohne Imker kann das Bienenleben heute nicht mehr überleben, weil einerseits von der Varroa-Milbe und andererseits von den Umwelteinflüssen, sechs durch Chemie und Monokulturen, wo man einfach sieht, längere Mähe, auch in der Schweiz, man sieht, dass man heutzutage fast 50% der Völker alle Jahr sterben. Und das heisst einfach, wir müssen sorgfältiger imkern, wir müssen mit mehr Sachverstand dran hingehen und dann sieht man, dass man auch auf eine grüne Zweig kommt. Ein Bienenvolk besteht aus bis zu 60.000 Bienen. Ihnen gilt es, Sorge zu tragen. Das heisst, wir müssen die pflegen, dass man nachher eine Freude an diesen Bienen hat und nicht kranke Völker und nur vom Bienensterben redet. Die Existenz der Bienen ist in der Schweiz gefährdet. Ein Umdenken ist dringend erforderlich, meint Josef Stressle. Ortswechsel. Auf dem Gelände der Aldi Swiss AG in Schwarzenbach bei Wiel inspiziert der passionierte Imker ein neues Bienenhaus. Dieses wurde in Zusammenarbeit mit lokalen Handwerksfirmen erstellt und setzt ein Zeichen für einen sorgfältigen Umgang mit der Natur. Man muss sich die Biene einfach mal vorstellen. Wir haben circa ein Drittel weniger Lebensmittel, die ohne Bienen es nur noch gäbe. Und das wäre natürlich für uns als Lebensmittelhändler nicht gerade optimale Voraussetzungen für unseren tagtäglichen Betrieb. Und von daher ist die Biene einfach ein sehr, sehr wichtiges Nutztier, ein sehr, sehr wichtiges Insekt, was wir auf jeden Fall erhalten müssen. Und dafür möchte die Aldi Swiss AG sicherlich ein Zeichen setzen mit dem Bau eines Bienenhauses. Als ich von dem gehört habe, dass Aldi will ein Bienenhaus bauen, bin ich natürlich sehr begeistert gewesen. Einfach mal von dieser Seite her, dass ein Konzern wie Aldi, wo einfach die Fahne schreibt, wir wollen etwas machen in dieser Hinsicht, weil man ja weiss, dass das Bienen gefördert ist. Und da habe ich natürlich positiv gefunden. Und als ich nachgefragt habe, muss ich sagen, okay, da bin ich dabei. Ganz dabei ist der emsige Imker auch, als es um den Einzug der Bienen geht. Fünf Völker der sogenannten Krainerbiene werden in das neue Bienenhaus umgesiedelt. Also hinter der Idee steckt sicherlich nicht nur das Betreiben von 5 bis 10 Bienenvölkern, sondern auch ein separater Schulungsraum in ca. 14 Quadratmeter Fläche, wo hinter einem sicheren Glas, sodass man auch vor Bienenstichen geschützt ist, können unterschiedliche Schulungen stattfinden. Der Stressle wird es sicherlich nutzen, um bei sich im Imkerverein dieses zu machen, aber auch für Schulklassen, für Interessierte, um das näher zu bringen, dass die Biene doch ein sehr, sehr wichtiger Partner in allen Lebenslagen ist. Und so werden die Bienen freigelassen. Sie erkunden ihre neue Umgebung und werden die ein oder andere Blüte bestäuben. Und ganz nebenbei werden sie für einige Momente mit köstlichem Honig zu haben. I just wanna be okay, be okay, be okay. I just wanna be okay. I just wanna be okay, be okay, be okay. I just wanna be okay today. I just wanna feel the day, feel the day, feel the day. I just wanna feel something today. Die neuen Bewohner bei Aldi Swiss tragen bereits einen Namen: Albi. Was ich mir wünsche für die Zukunft für die Bienen ist sicherlich, dass wir es schaffen, die Bienen selber als Albi für uns auch weiterzuentwickeln. Die Hälfte der Völker sind jetzt besetzt, 5 weitere können noch kommen, dass es unserer Albi dann in Zukunft auch gut geht. Also wenn ich einen Wunsch äußere, ist einfach, dass man so der Umwelt mehr Sorge hat. Weil einfach das Bienen ist wahnsinnig wichtig in der Nahrungskette. Und darum ist es schon wichtig, dass man hier einen gewissen Punkt setzt. Baby, I will be okay.